Willkommen zurück, meine verehrten Game-Gesser. Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Gäste Game. Und ja, ihr wundert euch vielleicht, wieso kommt hier jetzt kein neues Let's Play? Das liegt einzig und allein daran, dass ich erstens mal wieder Bock hatte, Gäste Game aufzunehmen. Und zweitens, dass ich mir erstmal die anderen Aufnahmen für andere Games vornehmen muss. Das heißt, dies hier ist eine Übergangsfolge. Und wenn dann der nächste Takt kommt, ihr wisst ja, ich habe ja in einem Zweitagesrhythmus meine Let's Plays, dann kommt ein neues Let's Play. So oder so, ich habe so viel hier aufzuholen, Leute. Das wird eine gigantische Folge. Die wird vielleicht sogar eine Stunde groß. Ich habe keine Ahnung. Ich will Gäste Games spielen. Ich habe das jetzt schon so lange wieder vorgehabt. Aber es ist nur diese eine Folge. Das heißt, es wird kein regelmäßiges Projekt, so wie damals. Und ja, ich bin so gehypt. Ich hoffe, ihr seid auch. Und wir legen los. Erste Ding ist eine Art von Stonehenge. Ich habe jetzt ehrlich gesagt erstmal keine Richtung. Ich schätze jetzt einfach mal so entweder DS. Oh, warte, DS. Bravely Default. Könnte das Bravely Default sein? Nein, das ist nicht Bravely Default. Schade. Metacritic Score 79. Das könnte vielleicht Monster Hunter Stories sein von dem Interface her. Monster Hunter Stories. Oh, Junge. Noch nie gespielt, aber hey, gegessen. Kein Problem. Monster Hunter Stories. Schauen wir uns mal die anderen Screenshots an. Yep. Das ist ein 3DS-Game. Absolut. Okay. Und ja, wir haben so viele Tage offen, Leute. Ich werde natürlich nicht alle Tage jetzt spielen, aber wir haben so viele Tage offen. Und wie gesagt, das wird eine lange Folge. Das wird eine sehr viel längere Folge als sonst. Was wäre denn da mein Guess? Das erinnert mich so ein bisschen an die Lost Woods aus Breath of the Wild, aber dann gibt es ja diese Zäune, die halt nicht reinpassen. Die sind halt ein bisschen moderner. Ich sag mal DayZ. Nope, nicht DayZ. 83er Metacritic Score, sehr blutig. Ist das Code Vein? Gibt mir gerade so ein bisschen Code Vein Vibes. Oder God Eater vielleicht. Sagen wir mal Code Vein. Nope, nicht Code Vein. PC, PS5. PS5. Das heißt, das Ding ist parallel erschienen oder war erst PS5 exklusiv? Ne, wobei, ne, wenn es PS5 exklusiv gewesen wäre, dann wären nur Original Plattform PS5. PC, PS5. Ich hatte halt erst noch an Days Gone gedacht, aber das kann ja nicht hinhauen, weil das ist auch für die PS4 erschienen. Was soll das sein? Was gab's denn so für Releases auf der PS5? Ich meine, ich habe da überhaupt keinen Überblick. Es gibt zwei Spiele für die PS5, die mich interessieren, und eins davon kommt bald auf den PC, also ist es effektiv nur noch eins. Deshalb, ja, die Plattform ist mir ziemlich egal, könnte man sagen. Ich will endlich wieder eine Retro-Playstation. Ich will eine Playstation-Konsole, die mir, oder beziehungsweise einen Service, der mir die ganzen PlayStation 1 und PlayStation 2 Spiele bietet. Dann bin ich zufrieden. Ich brauche halt keine moderne PlayStation. Aber ich habe echt keinen Dunst. Ich muss skippen. Ich habe. Na, wobei, ich gehe mal mit Days Gone, auch wenn es das nicht sein kann wegen PS4, aber ich gehe mal damit. Oh, es ist Helldivers. Da merkt man, dass ich Helldivers noch nicht gespielt habe. Da merkt man einfach, dass ich es noch nicht gespielt habe, dass ich mit dem Interface so gar nichts anfangen konnte. Was könnte das sein? Könnte das 20XX sein? Nope. Too old for Metacritic. Okay, das heißt, das ist so ein Spiel, das vermutlich aus den 80ern stammt. Aber Original Release. Das heißt, das hat vermutlich einen Re-Release bekommen. Was könnte das sein? Ich kann mit dem Color Scheme gerade überhaupt nichts anfangen. Das geht für mich so in die Richtung von Bubsy und Earthworm Jim. Ich gehe mal mit Earthworm Jim, aber das dürfte ja theoretisch hier nicht reinfallen, oder? Nope. Arcade Game? Okay, das ist so eine Art Tetris-Klon, I guess. So was wie Hattris, aber Dr. Mario? Nee. Das sieht nicht aus wie ein Dr. Mario.
Ich gehe trotzdem mit Dr. Mario. Dr. Mario. Vermutlich DR Mario. Ja. Irgendwas mit Bobble. Puzzle Bobble? Puzzle Bobble? Bubble Bobble. Bubble Bobble. Nein? 96. Aber es ist Bubble Bobble. Aber die Frage ist, welches? Evolution? Ja, ne? Da bleibt mir halt nur durchzuraten. Keine Ahnung. Bust'em Move? Hat das noch einen anderen Namen? Puzzle Bobble und Bubble Buster. Okay, gut. Ich meine, fairerweise habe ich zumindest das Franchise erkennen können, also war ich ja jetzt nicht so scheiße. Aber ich wusste nicht mal, dass es so viele Spiele hat. Das ist weird. Oh, mir ist auch gerade aufgefallen, vielleicht will ich mal ein bisschen mehr reinzoomen, so. Dann mache ich meine Kamera ein bisschen kleiner. So. Aber ich glaube, ihr könnt die Eingaben jetzt nicht mehr sehen. Das wäre vielleicht ein bisschen problematisch. Na gut, wir schauen mal. Wir schauen mal. So. Ja, das geht auch noch, oder? Das geht auch noch. Damit kann man arbeiten. Mache meine Kamera noch ein bisschen kleiner. So, passt. Gut. Sehr viel Grün, sehr viel Punkt. Mario und Luigi, sage ich jetzt. Luigi. Der Luigi. Dream Team. What? Ach, Mario Franchise. Ah, ich wollte schon sagen. Als ob ich sofort herausgefunden habe, dass es Mario Luigi ist. Aber es ist das Mario Franchise. Nur was zur Hölle soll das denn sein? Und mit einem 62er Metacritic-Score, Leute, das ist halt nichts. Das ist halt nichts für ein Mario-Game. Super Mario Bros. Also das müsste ja eher so 3DS-Richtung gehen. Deluxe. Oh, nein, das ist Mario 64. Ja, vermutlich Mario 64 DS, oder? Ne, wartet. Hä? Pinball? Mario Pinball? Mario Pinball. Super Mario Pinball. Ich habe gerade zum ersten Mal davon gehört. Was war die Originalplattform 2004? GBA. Oh. Oh, okay. Ich muss sagen, ich habe hier wirklich an den an Mario 64 für den NDS gedacht. Na gut. Na gut, na gut. Okay. Was haben wir hier Schönes? Eine Savanne. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Die sieht echt nicht so verkehrt aus grafisch. Das könnte mich gerade so an die Final Fantasy 14 Intro-Sequenz erinnern. Wisst ihr was? Machen wir. Machen wir jetzt einfach. Final Fantasy 14. Wo ist 14? Ach, dann halt. Dann halt so. Gut, das ist nicht Final Fantasy 14. Water Delivery, Help Out Slime. Ist das Sandland? Es ist Sandland. Okay, gut. Gut, dass bei Wüste das Einzige, was mir einfällt, settingtechnisch Sandland ist. Das ist auch wild. Ja, Sandland, Spiel basierend auf den gleichnamigen Manga Akira Toriyama. Dürft euch was sagen? Warte ganz kurz, hier fährt ein Traktor durch. Dürft euch was sagen, wenn ihr Dragon Ball kennt? Und ha, Dragon Ball kennt, nicht wahr? Oder Dragon Quest. Oder Chrono Trigger. Oder all der andere Bums. Ja, Akira Toriyama war an vielen Sachen beteiligt und Sandland war einer seiner ersten, ich sag mal, nicht richtigen Manga, aber es war auf jeden Fall einer seiner ersten ordentlich ausgeführten Manga. Der ist auch nicht so lang, der hat nur 14 Chapter. Das heißt, der ist schnell gelesen. Und ja, der hat auch ein Anime, ziemlich gut tatsächlich. Und das Spiel habe ich noch nicht gespielt, aber ich würde es mir gerne mal ansehen. Ich hol's mir auf jeden Fall mal, wenn es in einem guten Sale ist. Okay, weiter geht's.
Tür. Pixeltür. Ich sag Eternal Dark. Lass mal wieder ein bisschen runter machen. Eternal Darkness. Es ist nicht Eternal Darkness. Oh, es ist Nier. Okay, Leute. Okay, Leute. Hear me out. Hear me out. Bei dem ersten Ding kann man es echt nicht erkennen. Also beziehungsweise, wenn man vielleicht ganz wilde Fantasien hat. Vielleicht. Irgendwie. Nein, ich meine im Entferntes, wenn ich jetzt den ersten Screenshot ansehe. Man kann es nicht erkennen. Aber bei dem zweiten, man sieht den Pfeil, man sieht die Karte. Es ist eindeutig, dass es Nier ist. Und zählt hier Replicant? Ja, es zählt Replicant. Okay, weil das ist nämlich die OG-Fassung für die PlayStation 3. Das hat nämlich auch mit dem Metacritic-Score gepasst. Tatsächlich kamen nämlich Nier und Rakengard nicht so gut an, bevor Nier Automata rauskam. Nier Automata hat dafür gesorgt, dass das gesamte Franchise so richtig in den Mainstream gerückt ist. Und ja, seitdem haben wir natürlich auch für Nier, das OG Nier für die PlayStation 3 und natürlich das Replicant Remake, ein sehr, sehr anderes Ansehen als für, ja, damalige Verhältnisse. 2013 war es, glaube ich? Ja. Ne, 2013 kam Drakengard 3. 2010 müsste Nier gewesen sein. Okay. Weiter geht's. Wasserfall. Das könnte ein PlayStation 1-Titel sein. So diese vorgerenderten Hintergründe. Und, oder beziehungsweise diese ausgeschnittenen Hintergründe und man bewegt seinen Charakter davor. So Final Fantasy 9-mäßig. Nehme ich jetzt auch direkt als Guess. Gott, ich muss hier die ganze Zeit die Zahlen eingeben, weil es nicht sofort vorgeschlagen wird. Geht ja gar nicht. Muss wieder ein bisschen runter. So. Gut. Es ist nicht Final Fantasy 9, hat aber einen Metacritic-Score von 80. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein gar nicht mal so unbeliebter Titel. Das Interface sagt mir gerade nicht allzu viel. Das heißt, ich muss hier nochmal einen Wild Guess machen. Versuchen wir es mal mit Seiken. Gibst du mir überhaupt Seiken-Dense zu? Natürlich nicht. Secret of Mana. Nope. PlayStation 2. Okay, gut. Okay, okay, okay. Ist das Grandia 2? Nope. RPG Puzzle Elements. RPG Puzzle Elements. Könnte das Shadow Hearts from the New World sein? Nope. Ist das. Es gibt mir schon wieder so Monster Hunter Vibes. Original Release 2000 in Japan und 2001 in North America. Oder Ark the Lad. Ist das nicht die Katze? Oder sehen die Katzen im Monster Hunter nicht so aus? Bin mir nicht sicher. Ich bin kein Monster Hunter Fan. Aber 2000? Da war doch Monster Hunter noch keine Sache. 2000 und 2001. Nicht Grandia? Es kann auch nicht Dragon Quest sein. Das würde ich erkennen. Ark? Nee. Es kam noch kein Ark the Lad-Teil für die PlayStation 2 raus, außer Ark Twilight of the Spirits. Suikoden? Kam denn Suikoden für die PlayStation 2 raus? Also vermutlich kam Suikoden für die PlayStation 2 raus. Ich sag jetzt mal Suikoden 3. Level 5. Jack Gordon. Oh, ist das Dark Clouds? Dark Cloud. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist close. Ich habe Dark Cloud noch nicht gespielt, aber ich kann mich noch dunkel daran erinnern, dass mein Onkel das mal gespielt hat. Und deshalb kam mir gerade so ein bisschen die Umgebung und das alles bekannt vor. Oh mein Gott, Heilige. Das war knapp. Ich will Dark Cloud aber auf jeden Fall nochmal spielen. Was ist das? Es könnte die Einleitung von Resident Evil 8 sein. Nehmen wir auch Resident. Wartet. Wieder ein Stück runter. So. Resident
Evil Village. Nope. Metacritic Score 80. Ein Halo? Halo 2? Na, wobei Halo 2 hätte mehr, oder? Red, wartet, ist das... Nee, Red Faction kann das nicht sein. Time Splitters? Time Splitters? Das könnte hinkommen, oder? Nee. You're hurt. Komm hier. PC. PC als Plattform. Oh, okay. Ich kann mit den Fonts nicht nichts anfangen und ich sehe auch nicht wirklich hier irgendwas. PC als Original Plattform. Was gibt's denn für PC-exklusive Titel? Vor allen Dingen, was ist ungefähr das Jahr hier? 2000? 2001? Oni? Ist das vielleicht Oni? Ups. Nein, das ist nicht Oni. Ja, dass es ein First-Person-Shooter ist, das habe ich mir schon gedacht. Aber danke für den Hinweis. Com Tower. Mercenaries vielleicht? Na, aber sieht Mercenaries so aus? Nope. 2006. Jetzt kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. 2006. Blackgate Time Haze. Time Haze? Heißt das Time Haze? Nicht Time Haze. Black Haze? Hieß das Black Haze? Black Hat? Ich habe das Spiel, glaube ich, in meiner Bibliothek, wenn ich mich richtig erinnere. Okay, wisst ihr was? Es ist ja, wenn ich jetzt einfach nur in meine Bibliothek schaue, ist das ja nicht wirklich ein Cheat. Und ich ist ja nicht mal richtig. Also, beziehungsweise ich weiß nicht mal, ob es richtig ist. Lasst mich kurz in meine Steam-Bibliothek schauen, ob ich das Spiel besitze. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, aber nicht garantiert. Und ich will nur den Namen wissen und dann ist das mein Guess. Shooter, Shooter, Shooter. Diese Liste. Ich habe übrigens neulich 4-2 durchgespielt. Sehr, sehr gutes Spiel. Oh, ich kann Stalker eingeben. Wisst ihr was? Ich gebe jetzt Stalker ein. Ne, wobei, nein, ich gebe nicht Stalker ein. Weil das ist ein Eye-Setting. Oder ist das dann Stalker Clear Sky? Ach, wisst ihr was? Wir geben jetzt Stalker ein. Digital Illusion? Ich muss sagen, ich habe keinen Guess. Also, beziehungsweise, ich gucke jetzt nochmal nach dem Shooter, den ich gemeint habe. Den ich vermutlich in meiner Bibliothek besitze. Und wenn er das nicht ist, dann, ja, habe ich verkackt, würde ich sagen. ...2006 ist aber auch so ein komisches Jahr für Shooter. Für einen PC-exklusiven Shooter wohlgemerkt. Ich meine, es gibt natürlich viele Shooter, die zu der Zeit rauskamen. Und vor allen Dingen, ein Jahr später kam ja Call of Duty Modern Warfare raus und hat dafür gesorgt, dass es ja sozusagen eine richtige Shooter-Revolution gab. Nee, Snowblind ist das nicht. Oder? Nee, das ist nicht Snowblind. Besitze ich das Spiel nicht, von dem ich denke, dass es ist? Ich dachte echt, ich besitze das Spiel. Aber gut, früh scheinbar nicht. Na gut, dann einfach nur, weil ich es gerade gesehen habe, nehmen wir Snowblind, weil ich habe keinen anderen Guess mehr. Okay. Battlefield 2142. Man merkt, das ist der Titel, den niemand gespielt hat, der wirklich, über den auch niemand gesprochen hat. Natürlich, aber es ergibt Sinn. Okay. Okay. Wollte schon sagen, es passt halt nicht zu Battlefield Movement, deshalb nehme ich das nicht, aber gut. Dann war es Battlefield. Ist das
Deadlight? Hieß das Deadlight? Ja, es hieß Deadlight. Nope, es ist nicht Deadlight. Metacritic Score 88. Das ist ein verdammt hoher Score. Metacritic Score 88. Es scheint irgendein 2D. Oh, Metroid Red. Ja, okay. Okay, gut. Okay, an dem Punkt, an dem ich mir gedacht habe, es scheint irgendein 2D-Game zu sein, dachte ich mir, ja, okay, mit den Hintergründen, das kann nur Metroid Dread sein. Ja, das war dann irgendwo doch ein bisschen klar. Gut, 838. Oh, oh, das gibt mir alte Prince of Persia-Vibes. Es ist nicht Prince of Persia, aber es ist zu alt für Metacritic. Könnte vielleicht auch ein Adventure sein. Oder ist das Zelda CDI? Also, ich habe keine Ahnung, wie das Zelda-Game für CDI heißt. Ist hier scheinbar auch gar nicht drin, ne? Tetras Trackers? Nein. Oh, es ist Ghouls and Ghosts! Oder Super Ghouls and Ghosts in dem Fall, ne? Weil es des NES ist. Okay. Ja. Okay. Ich meine, fairerweise muss man sagen, ich hab's auch. Ich hab nur die NES-Fassung gespielt und es ergibt Sinn mit den Totenschädeln. Ich glaube nämlich, da waren eine ganze Menge Totenschädel unterhalb. Aber das hier? Ja. Was soll das sein? Oh. Okay, gut. Okay. Okay. Alles klar. Nächster. Tag 837. Ist das vielleicht ein Tron? Tron. Nope. Metacritic Score 75. Was ist das? Ich kann mir den Interface-Hinweisen gerade nicht allzu viel anfangen, muss ich gestehen. Ah. Da hier sehe ich einen Mauszeiger. Ist das... Also eben, weil es ein Mauszeiger ist, gehe ich mal davon aus, dass es hauptsächlich PC als Plattform hat. Ich hab keinen Schimmer. Aquanox? Hieß das Aquanox? Ja. Ich versuch's mal mit einem Aquanox-Teil. Es ist nicht Aquanox. Originalplattform PC. Ach Quatsch. Capture Rapid Response Fleet Bay. Capture Force Projection Fleet Bay. Capture Long Range Strike. Population. Das heißt, es scheint ja in die Richtung von einem Strategiespiel zu gehen, oder? Gameplay Wins, Enemy Force Mustering. Tatsächlich hatte ich erst an sowas wie Nuclear Dawn gedacht, aber es geht um Flotten, denke ich, so wie ich das sehe. Ich habe doch keine Ahnung von Strategiespielen. Ich nehme jetzt, das ist zwar kein Strategiespiel, aber ich nehme es trotzdem. Silent Hunter gibt es hier nicht mal. Okay. Dann hat sich das erledigt. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt Nuclear Dawn, auch wenn es das nicht sein kann. Oh. Das gibt's scheinbar nicht mehr. RTS Sci-Fi. Ja gut, so weit war ich auch schon. Carrier Ship Preview. Ist das...
Homeworld vielleicht? Es ist so... Oh mein Gott. Warum war es ausgerechnet Homeworld, an das ich gedacht habe? Halt, no joke. Ich habe gameplay-technisch jetzt einfach gar nichts im Kopf gehabt. Ich habe einfach den ersten Sci-Fi-Titel, der mir eingefallen ist, eingegeben. Und das war Homeworld. Ach du Scheiße. Das war ein lucky guess. Es gibt mir gerade sehr harte Metal Gear Vibes, aber das kann theoretisch noch kein Metal Gear sein. Wobei, es könnte Metal Gear 5 sein, aber ich habe Metal Gear 5 nicht gespielt, also kann ich das nicht sagen. Phantom Pain? Da. Nope. 77er Score. 77er Metacritic Score. Hier oben sehen wir eine Leiste links. Ist vielleicht Sniper? Nee, Sniper ist ja kein Third Person. Beziehungsweise ich denke, es ist ein Third Person. Wir könnten hier aber auch einer Person hinterherlaufen, also wer weiß. Was ist das? Was ist das? Wisst ihr was? Ich gebe einfach mal einen Uncharted ein. Ich glaube zwar kaum, dass irgendein Uncharted-Game auf einen... was zum F? Ich wollte gerade sagen, auf einen Score von 77 kommt, aber ja. Deus Ex? Nee. Das kann nicht Deus Ex sein, aber er sah aus wie Adam von Deus Ex. Also, es kam für die für den PC, für die PS3, für die Xbox 360, für die Wii, für die PS2, für die PSP und für den Nintendo DS. Dieses Spiel, was auch immer das ist sehr weit gegangen. Das ist sehr, sehr weit gegangen. Es hat einfach 1000 Ports bekommen. Damn! Was ist das? Vor allen Dingen für PSP und DS. Ich meine, für PSP sehe ich das ja noch irgendwie als Downgrade, aber für den DS? Sowas Blutiges? Der DS hat echt wenig Spiele, die halt adult-mäßig unterwegs waren. Die einzigen, die mir halt einfallen, sind COD, Dementium, Resident Evil und ja, das war's. Aber es sieht halt nicht aus wie Resident Evil. Für den freaking DS. Ich hab keinen Plan. Und für die Wii. Das Ding ist, das ist wild. Und ich kann auch nichts mit der Person hier anfangen, die da steht. Wait. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, doch, vielleicht. Wolverine. Oh Gott, das ist nicht Wolverine. Es ist ein Hack'n'Slash. Action-Adventure Hack'n'Slash. Aber Wolverine hätte halt als Lizenzgame Sinn ergeben. Und ich will noch ein bisschen daran festhalten. Bei Lizenzgames möchte man ja so viel wie möglich auf 1000 Plattformen haben. Oder vielleicht deutet hier Wolverine was anderes. Du mich auch. Warum hast du mir nicht gesagt, dass das dasselbe Franchise ist? Dann hätte ich gewusst, dass es Wolverine ist. Was soll das? Aber gut, wir haben es herausgefunden. Da wollte mich das Spiel bambuseln. Was haben wir da? Was haben wir da? Ich kann damit nichts anfangen. Ist wahrscheinlich irgendein Sportspiel, oder? Ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, es ist irgendein Sportspiel. NHL. Wir nehmen NHL 2K10.
Es ist kein Sportspiel. Es ist wahrscheinlich sowas wie Dance Dance Revolution. Davon gibt es auch zu viel. Es ist nicht Dance Dance Revolution. Wrestling? Ist das irgendein Wrestling-Game? Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, PC. Das ist doch garantiert irgendein WWE, aber die Frage ist, was? Das hier? Oh, ja. Okay. Okay, natürlich ist es ein Wrestling-Game. Einzige Wrestling-Game, zu dem ich mir jemals freiwillig Gameplay angesehen habe, weil es VTuber gespielt haben. Ist das... Ist das Champions of Norrod? Okay, Leute. Okay, Leute. Okay, Leute. Okay, Leute. Erstmal klopfe ich mir mal mächtig auf die Schulter. Und zweitens, wisst ihr, warum ich das erkannt habe? Weil ich dieses Spiel in meiner frigging Kindheit gesuchtet habe. Ich habe dieses Spiel hoch, runter, links, rechts, komplett kreuz und quer gespielt. Und das ist das Startgebiet. Das ist, sobald ihr euren Charakter erstellt habt und loslauft und die ersten, ich weiß nicht mal, was es waren, die Elfen bedrohen. Die, wenn ihr diese bekämpft, dann müsst ihr über dieses Elfendorf laufen. Oh mein Gott, das war ja mal, das war ein Blast from the Past. Goblins, genau, das waren Goblins. Das war ein Blast from the Past. Und ja, das Spiel war basically ein Diablo-Klon. Aber es hat sich sehr gut gesteuert tatsächlich auf der PlayStation. Es hat zwar ein paar kleinere Schwächen gehabt, aber es war echt gut. Ich würde sagen, das ist irgendein Indie-Game. Ich sag Untitled Goose Game. Nope. Okay. Ist das Shashinko? Oder ist das... Warte, das... Was ist das Spiel, das jeder spielt aktuell? Zenless Zone Zero? Oh, Gacha Games sind ja nicht drin. Alles klar. Hätte, glaube ich, so ein bisschen gepasst vom Interface... vom Grafikstil, ja. Aber ich glaube, Gacha Games bekommen keinen Metacritic-Score. Wäre jetzt einfach nur meine spontane Einschätzung. Splatoon vielleicht? Sag mal Splatoon 2. Nope. PC, Xbox One, Switch, Xbox Series S. Ah. Das ist alles außer die PlayStation erschienen. Ist das Little Kitty Big City? Oh Gott. Oh Gott. Deshalb kam mir der Artstyle so bekannt vor. Ich habe das Spiel selbst nicht gespielt. Ich habe ein bisschen Gameplay von verschiedenen Leuten gesehen. Und es ist halt so ein Spiel, ja, nee, damit kannst du mich jagen. Also nicht, dass ich was dagegen hätte, aber es ist nicht mein Spiel. Ich mag Jump'n'Run, ich mag Exploring, aber das ist wirklich sowas, wo ich mir denke, nee, vermutlich eher weniger. Es kann sein, dass ich es mal in irgendeinem Bundle mitnehme und dann doch mal eine Chance geben werde, aber tatsächlich muss ich sagen, es spricht mich null an. Na gut. Na gut. Weiter geht's. 832. Es gibt mir gerade so ein bisschen Homefront-Vibes. Nehmen wir das aber als ersten Guess. Homefront. Es ist nicht Homefront. Passt aber vom Score her schon mal ganz gut, weil 66 ist nicht gerade hoch. Und Homefront kam nicht gut an bei den Leuten. Ich habe es letztes Jahr durchgespielt und das ist so ein Bananen-Shooter. Also so ein richtig langweiliger, monotoner Shooter, der nichts an Alleinstellungsmerkmalen hat. Gar nichts. Ich will aber Homefront 2 unbedingt spielen, weil der Teil Timesplitters hat und ich will Timesplitters spielen. Ich würde ja gerne sagen Far Cry, aber es ist ein 66er-Score und Far Cry hat keine 66. Das muss was sein, was schlechter abgeschnitten hat. Was? Sniper? Sniper Ghost Warrior? Ah, okay, nicht ganz.
Dead Rising 4. PC, Xbox One. Dead Rising 4. Nope. Survive. Continue to survive. Trade with Chichu. Destroy the Black Heart at Swine and Bovine. State of Decay war doch beliebt, oder? Wir nehmen mal State of Decay. Es ist State of Decay. Dann ist es State of Decay 2. Es ist State of Decay 2. State of Decay 2 kam so schlecht an bei den Leuten? Also beziehungsweise, man muss ja immer dazu sagen, 66 heißt ja, dass es immer noch irgendwelche guten Qualitätsmerkmale hat, aber ich muss gestehen, ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass Leute sehr positiv über State of Decay geredet haben. Aber gut, dann ist das State of Decay 2. Aber man muss auch dazu sagen, Metacritic Score spiegelt nicht immer die Meinung der Leute wider. Wir hatten es ja in einem der vergangenen Gäste Game Parts, wo wir Rain World gesehen hatten als Spiel. Und Rain World ist ein absoluter Community-Liebling. Leute lieben dieses Spiel. Aber Metacritic hat ihm eine 59 war es, glaube ich, gegeben. Und deshalb, ja, das ist schwierig. Was haben wir hier? Das sieht interessant aus. Ich sag, es ist ein DS oder 3DS Game. Was nehmen wir denn mal Schönes? Ist das Ever Oasis oder? Ja, Ever Oasis. Nope, es ist nicht Ever Oasis. 57er Score und jetzt mit dem Pixel muss ich sagen, es könnte auch ein alter PC-Shooter sein. Ich muss noch ein bisschen weiter runter. Was könnte das sein? Was könnte das sein? 57er Score ist halt auch so ein richtiges Vernichtungsurteil. Ein Spiel, was so einen Score hat, bekommt selten die Aufmerksamkeit, die es potenziell verdienen, siehe Rain World. Also das ist eins der wenigen Ausnahmen in dem Fall. Ich bin komplett verwirrt. Wartet. Es gab dieses Wizard of Oz Game für... Nein, das war's nicht. Pokémon? Oh, es ist Heyo Pikachu. Alter, hey, you Pikachu. Oh, was ist das? Ich will davon den Original-Screenshot sehen. Oh. Oh mein Gott. Ja, Heyo Pikachu hat existiert und... Ja, es hat existiert. Belassen wir es dabei, okay? 830. In Deluxe Color, Hidden Crimes. Hidden Crimes. Ich wollte gerade sagen L.A. Noir, aber sieht ein bisschen zu alt aus für L.A. Noir. Ich sag Max Payne. Nope. 87er Score. Jetzt sieht es natürlich auch ein bisschen frischer aus. Vielleicht ist es jetzt doch L.A. Noir? Nope. Was? Oh, wait. Mobile. PS4, Xbox One, PC. Mobile. 87er. Mobile. What the heck? What the heck? Was soll das denn sein? Mobile, das macht mich komplett konfus. Ich meine, so hätte ich halt gesagt, es könnte Tekken 7 sein oder sowas. Nur wobei, das sieht nicht aus wie Tekken. Injustice? Ich hab keine Ahnung. Es ist ein... Okay. Gut. Ich meine, ab hier war es mir klar, dass es ein Fighting-Game sein muss. Und ich dachte mir so, das Einzige, was ich in diese Richtung von einem Game her kenne, ist dieses Marvel-Geschissel. Also, nämlich Injustice. Und das war Injustice.
Wow. Aber ich wusste nicht, dass das auf Mobile erschienen ist. What the heck? Interesting. Na gut, 829. Wow. Das sieht goodie aus. Habe ich irgendeinen spontanen Erstguess? Kingdoms of Amalur, sag ich mal. Kingdoms of Amalur. Nope. 76er Score. Overlord? Bin ich gut oder bin ich gut? Damn. Ja, hier, es kam mir ein Oh, ich sehe den Minion. Ich hätte es hier dran erraten können. Ich habe den vorher nicht gesehen. Ich habe den Minion nicht gesehen. Verdammt. Okay, Leute. Hear me out. Overlord ist ein ziemlich, ziemlich spaßiges Spiel. Muss ich auch mal durchspielen. Ich werde mir das mal installieren. Ich will es durchspielen. Overlord ist ein ziemlich spaßiges Spiel. Hat so Pikmin-Anleihen. Und ihr spielt praktisch das pure Böse. Vielleicht sehen wir noch das pure Böse als da. Hier, das ist der Protagonist, den spielt ihr. Und ihr steuert die ganze Zeit eure Lakaien. Und die Lakaien, die sind halt böse, ne? Aber ihr könnt die halt züchtigen und ihr könnt halt anweisen, ob sie gute oder böse Sachen tun sollen, indem ihr sie halt mit einer relativ gut gemachten, intuitiven Steuerung, Pikmin-like, durch die Karte steuert. Und ja, es ist ein echt cool gemachtes Spiel. Overlord 1 fand ich ziemlich gut, habe ich aber nie durchgespielt, muss ich mal machen. Und Overlord 2 war sogar so eine Art Kritikerliebling. Aber ja, gebt dem eine Chance, das Spiel kriegt ihr hinterhergeworfen. Gebt dem Ganzen wirklich mal eine Chance. Gutes Spiel. Okay, nächste, 828. Ich sage, das ist Gris. Es ist nicht Gris. 82er Metacritic Score. Okay, gut. Ehrlich gesagt, Gris hat er, glaube ich, auch so mehr wasserfarbenen Style, ne? Was soll das sein? Oh dear. You dear. Alle Shikanoko-Fans be like Kino. Ahem. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich essen soll. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Children of the... Ne, warte, das heißt Child. Child of the Light. Oh, das heißt nur Child of Light. PS Vita, Mobile und 3DS. Mobile schon wieder. Ich kann mit Mobile nichts anfangen. Es ist echt schwer herauszufinden, was für Mobile erschienen ist und was nicht. Aber PS Vita und 3DS, das... Eigentlich müsste ich von 3DS ja schon ein gewisses... So eine gewisse Ahnung haben. Aber es ist auch auf der PS Vita erschienen. Mir sagt das gerade so gar nichts. Wie hieß denn nochmal das eine... Wie hieß das Hell... Nee, warte. Hell Yeah hat nie und immer so einen Score. Aber hey, ist ja auch gar nicht. Was soll das sein? Das ist halt auch nicht sowas wie Lokoroko, wo ich halt sofort an sowas wie die PS Vita denken würde, aber... Was ist das? Adventure. Ich muss gestehen, ich werde das nicht erraten können. Ich habe da vermutlich auch noch nie von gehört. 2016! Was? Ringbox Studios. Das ist ein Dungeon Crawler? Ist das... nicht Tunic, wie hieß das andere? Tinch? Tinke? Ich hab... Nee, keine Ahnung. Severed. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe noch nie von dem Spiel gehört. Das soll was heißen, wenn ich von dem Spiel noch nie gehört habe. Damn.
Okay, das sieht wild aus. Muss ich mal einem Freund von mir empfehlen. Das könnte vielleicht was für ihn sein. Tag 827. Wasserfall. Erster Gedanke ist entweder Tomb Raider oder Uncharted. Uncharted. Gehen wir mit dem vierten Teil. Ist nicht Uncharted. 73er Metacritic Score. Days Gone. Auch nicht. PS4, PS5, Stadia, PC, Xbox One, Xbox Series S. Das heißt, das ist ein Spiel, was Last Gen erschien. Oh, Watch Dogs. Ist das Watch Dogs 3? Also Watch Dogs Legion. Nee. Third-Person-Shooter, Action, RPG. Returnal? Nee, nicht, Outrunners. Aber Outrunners erschien doch nicht... Das erschien doch nicht für... Oh, hieß das Outrunners? Nee, wie hieß denn das? Outriders. Outriders. Das erschien doch nicht für Xbox. Wo? Doch, es erschien für Xbox? Ich dachte, Outriders war PlayStation-exklusiv, bis es dann auf den PC kam. Aber gut, das ist Outriders. Na gut. So viel dazu. Was ist das denn? Wenn man über den Hintergrund laufen kann, würde ich jetzt einfach mal sagen, es ist Titan Souls. Nein, es ist nicht Titan Souls. Ah, das könnte irgendein RPG sein. Chained Echoes. Nein. Okay. Ah, es ist Moonlighters. Moonlighters. Ohne S. Moonlighter. Danke. Gut. Ja, hier sieht man den Protagonisten und wenn man das Cover von Moonlighter kennt oder halt das Spiel selber mal kurz gespielt hat, dann erkennt man basically sofort, dass es das Spiel ist. Damn, wir spielen jetzt gerade durch hier. Animal Crossing. New Leaf. Es ist nicht Animal Crossing New Leaf. Animal Crossing. Wild World. Animal Crossing. Ach, egal. New Horizons. Animal Crossing. Happy Home Designer. Animal Crossing. City Folk. Animal Crossing. Ich habe nicht auf das Release-Date geschaut. Ich habe nicht auf die Konsole geschaut, weil ich so versessen war auf Animal Crossing gerade. Sonst hätte ich sofort Animal Crossing eingegeben. Okay. Okay. Gut, das war Animal Crossing. Tomb Raider. Sage ich jetzt einfach mal spontan. Das sieht nach einem Tomb Raider aus. Tomb Raider. Das ist auch tatsächlich ein Tomb Raider. Wahrscheinlich Tomb Raider 2. Nicht Jump. Tomb Raider. 2. Es ist dann Tomb Raider 3. Okay. Okay, gut. Ich will irgendwann mal die Remaster-Trilogie spielen. Aber ich hätte jetzt nicht im Entferntesten sagen können, welche Titel... Also ich hätte noch Angel of Darkness nennen können und das Prophecy-Ding. Und dann hätte ich alle meine alten Tomb Raider-Guesses aufgebraucht. Wenn es noch irgendwelche weiteren gegeben hätte, hätte ich keine Ahnung gehabt. Aber gut. Ich habe letztes Jahr das Reboot von Tomb Raider, den ersten Teil, durchgespielt und ich fand den ziemlich okay. Hat mir Spaß gemacht zu rätseln und umher zu climben.
Shooter-Passagen waren so lala, aber ja, ich meine, es ist besser als Uncharted. Das war für mich die Hauptsache. Irgendein Unterwasser-Level oder Game. Könnte es ein Screenshot von der Mario Kart-Strecke sein? Wisst ihr was? Machen wir. Nein, ist es nicht. Donkey Kong? Könnte es ein Donkey Kong Level sein? Ja, Tropical Freeze. Oh, nie selbst gespielt, aber ich habe mir damals die Thumb Review dazu angesehen, wo er basically das Spiel in den Himmel gelobt hat von seinem Game Design her. Und da ist mir das so ein bisschen hängen geblieben. Aber das ist nice. Gut, haben wir das auch. Wenn ich so weitermache, könnte ich tatsächlich noch aufschließen. Aber ich habe ja gesagt, ich will es auf eine Stunde machen und deshalb Stunde. Ich sage, das ist... Time Spinner. Nein. 91er Metacritic Score. Das ist eine Zahl. Mein, vielleicht ein Castlevania? Das ist Symphony of the Night, aber ich meine, ich habe Symphony of the Night noch nicht. Wow, wait, das könnte Aria of Sorrow sein. Ne, warte. Aria of Sorrow hat sicherlich... Okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Hier dachte ich mir schon, dass es ein Metroidvania sein muss, ehrlich gesagt. Aber ich wusste jetzt nicht genau zuzuordnen. Aber ja, es ergibt Sinn, das ist GBA-Grafik. Das ergibt Sinn. Hier dachte ich mir, okay, Castlevania. Aber welches Castlevania ist so hell? Und Symphony of the Night war das Einzige, was ich mit dem Score hier verbinden wollte. Aber Aria of Sorrow hat ja auch so viel Sinn ergeben. Spätestens ab hier hätte ich es aber erkannt. Und sowieso ab hier, weil Soma und Soma und Soma. Ja. Aria of Sorrow. Okay. Was haben wir hier? Turok. Majora's Mask. Willst du mich freuen? Gut, okay. Ich muss gestehen, ich habe hier schon an Zelda gedacht. Aber ich dachte mir so, na, das ist doch sicherlich nicht Majora's Mask oder Ocarina of Time. Ich nehme was anderes. Aber hier, erstens 95er Score, zweitens der, wenn man zum Goronen wird, dass man sich so spinnen kann, wie so ein Rad umherfahren kann. Ja, das hat es natürlich dann vorweggenommen, dass es Majora's Mask ist. Okay. Das sieht interessant aus. Es ist ja mal sowas, was mir hier in die Richtung einfällt. Star Ocean. Das nehmen wir denn mal. Müsste schon eins sein, was ungefähr auf der PSP erschien. Nevermind. Hat sich erledigt. Spore? Nein, das ist nicht Spore. Vor allen Dingen 87er Metacritic Score nie und immer hat Spore einen Metacritic Score von 87. Irgendein Weltraumspiel. Okay, wisst ihr was? Einfach nur, weil ich keinen anderen Guess habe. Gehen wir jetzt Spore. Du kommst mir so bekannt vor, aber ich kann dich nicht zuordnen. Ich habe keine Ahnung. Gibt's hier Star Wolves? Nein. Äh.
Humboldt hatten wir schon mal, also gehe ich mal mit was anderem. Was ist denn mal so ein Stellar? Nee, Stellaris ist so groß. Battlefleet Gothic Armada vielleicht? Battlefleet. Gibt's Gothic Armada hier überhaupt? Gothic Armada? Nein, gibt's nicht. Wir gehen trotzdem mal in Battlefleet. RTS. Ach Quatsch. Ich bin nicht gut mit Sci-Fi RTS. Das mit Homeworld war ein Lucky Guess. Und Battlefleet gibt's hier nicht. Das wäre halt mein nächster Guess gewesen. Galactic Civilization. Oh, Battlestar Galactica. Never mind. 2008. Ja, ich gehe mit Galactic Civilization. Ah? Warte, wie hieß das nochmal? Ist das nicht Galactic Civilization? Scheinbar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich muss es ehrlich gesagt skippen. Wenn es jetzt das ist, was ich dachte, dass es ist, dann werde ich ein bisschen genervt sein. Sins of a Solar Empire. Gut, das ist es nicht. Ein bisschen schade, dass ich vergessen habe, dass Sins of a Solar Empire existiert. Aber wie gesagt, ich bin nicht gut mit RTS und erst recht nicht mit Sci-Fi RTS. Okay. Wir nähern uns langsam dem Ende. Ich würde sagen, ein bis zwei Games mache ich noch, je nachdem, wie lange der Guest dauert. Und dann sind wir durch mit der 1-Stunden-Folge. Ja. Ich sage, das ist... Ich habe keinen Guess. Ich habe keinen Guess. Es kommt mir so vertraut vor und gleichzeitig nicht. Ich sag mal Bayonetta. Aber nur damit irgendwas steht hier. 85er Metacritic Score. Das ist ein guter Score. Das kommt mir nicht bekannt vor. Es kommt mir wirklich nicht bekannt vor, das hier. Das hier schon eher, aber ich kann nicht... Warte, ist das Scarlet Nexus? Nee, Scarlet Nexus ist es nicht, oder? Nee, was ist das? Switch und PC. Wenn jetzt nur Switch da gestanden hätte, hätte ich gesagt, das ist Astral Chains, aber... Switch und PC. Switch und PC. Welches Spiel kam für Switch und PC parallel zueinander raus und sieht so aus? Das wird mir doch in Erinnerung bleiben. Adventure. Okay, nehmen wir mal ein. Wenn es ein Adventure ist, wird es mir vielleicht auch nicht in Erinnerung bleiben. Ich bin auch kein Adventure-Fan, muss ich sagen. Oh mein Gott. Es hat 2x im Namen. Das gibt's gerade als Coupon, wenn man einen Humble Bundle kauft. Wie heißt das? Civilian. Ach, keine. Wie hieß das denn? Also ernsthaft, ich weiß ganz genau, welches Spiel das ist. Ich weiß ganz genau, welches Spiel das ist. Aber ich habe keinen Dunst. Wisst ihr was? Ich werde jetzt das Humble Bundle raussuchen. Und ich werde es euch zeigen. Oh. Damn. Da habe ich meinen Browser geöffnet, den anderen. Und da hat sich im Hintergrund was geöffnet an Videomaterial. So. Ich zeige euch das jetzt sofort. Augenblick.
So, wir klicken jetzt hier drauf. Ah, okay. Es hat nur ein X. Und zwar... Wir nehmen jetzt mal das Bundle hier. Ja, ja. Und seht ihr dieses Spiel? 1000X Resist. So heißt das Spiel. Und deshalb konnte ich mir merken, dass es existiert. Damn. Okay, einen letzten Guess machen wir noch und dann sind wir durch für heute. Dann habe ich wieder eine ganze Menge geschafft und irgendwann mache ich mal wieder eine 1-Stunden-Folge, denke ich. Guess the Game macht so viel Spaß. Ich kann das den ganzen Tag spielen. Was haben wir hier? Das sieht ziemlich explosiv aus. Das sieht sehr explosiv aus. Ich kann ehrlich gesagt mit nichts, was ich hier gerade sehe, was anfangen. Deshalb gehen wir mit einem spontanen Guess von Remember Me. 81er Score. Das sagt mir auch absolut gar nichts, was ich hier gerade sehe. Wait, ich muss ein bisschen weiter runtergehen. So. Nee. Der Drug Dealer Simulator ist das nicht. So verlockend das ist, das einzugeben hier, aber nein, es ist nicht. Charge off. Nee. Originalplattform PS5. Bring doch nicht immer PS5-Titel. Da kenne ich mich doch nicht aus. Returnal? Nope. Oh, ist... Okay. Okay, ich schäme mich gerade ein bisschen. Es ist nämlich das eine Spiel, von dem ich vorhin gesagt habe, es gibt zwei Titel, die ich haben möchte von der PS5. Und das ist eins davon. Und das kommt ja sogar für den PC. Das heißt, das hat sich ja sogar erledigt. Ehrlich gesagt, gut, mit den ersten zweien hätte ich das auch nicht zuordnen können. Bei dem dritten auch nicht unbedingt, aber da hätte mir zumindest der PS5-Indikator einen Hinweis geben sollen. Aber spätestens ab hier, als ich das Interface gesehen habe, war es mir dann schon klar. Und ja, jetzt sieht man auch so an der Seite die Charakterin. Ja. Ja. Es ist halt doch irgendwo sehr, sehr offensichtlich, wenn man es weiß. Aber ich weiß es nicht, weil ich es noch nicht gespielt habe. Okay, so oder so, das war eine sehr lange Folge. Es hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht, nach so langer Zeit Guess the Game zu spielen. Es ist ein sehr, sehr tolles Abenteuer, mich in die Videospielwelt so richtig tief reinzustürzen. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play wieder, was dann in 2 Tagen von hier aus stattfinden wird. Und lasst euch überraschen. Bis dahin, macht's gut.